Florian Gstatter erinnert sich noch gut an den Schock. Als er vor 2 Jahren das erste verletzte Schaf gefunden hat, dachte er erst an einen Autounfall. Nachdem ich dann das Schaf gesehen habe, habe ich gesagt, das muss irgendwas anderes gewesen sein. Und bin auf die Wart gegangen und habe dann da noch ein Schaf gefunden, wo die Gurgel durchbissen war. Und das war also kein schöner Anblick nicht. Im Chiemgau und im Berchtesgadener Land im Südosten Oberbayerns hat ein Wolf vergangenen Herbst 10 Schafe und Ziegen getötet und viele weitere schwer verletzt. Alle Schafhalter im Umkreis waren alarmiert. Was tust du weiterhin? Lässt du deine Schafe aus, solange bis du keine mehr hast? Oder was machst du? Die Statistik zeigt, wenn Wölfe Nutztiere angreifen, sind Schafe und Ziegen die Hauptbeute. In Garmisch-Partenkirchen, einem Landkreis, der für seine stolze, traditionelle Schafhaltung steht, strömen im Sommer rund 8000 Schafe und Ziegen auf die Almweiden. Eigentlich ein glücklicher Moment, doch inzwischen fehlt die Unbeschwertheit. Wir haben auch Kontakt mit den Tiroler Nachbarn. Da ist der Druck schon viel größer wie bei uns. Und man kann es laut sagen, wir haben Angst. Also wir haben zurzeit eine Situation, wo wir nicht so genau wissen, wie wir uns dabei verhalten sollen. Einige 100 Schafe grasen sogar im Zugspitzmassiv. 650 Schafe sind dann auf 2000 Hektar komplett zerstreut. Ein Zaun in diesem Gelände, unmöglich. Die Alternative wäre, sie im Tal irgendwo unterzubringen. Und wenn ich die Schafe im Sommer im Tal lasse, dann verbrauchen wir das Gras, das wir zu Heu verarbeiten, dass wir die Viecher über den Winter bringen im Sommer. Und dann, wir brauchen die Flächen. Dringendst. Also die sind für unseren Wirtschaftskreislauf zu 100% nötig. Wenn Weiden wie diese hier in Hochlagen offiziell nicht schützbar sind, bekommen Landwirte vom Staat auch ohne Herdenschutz eine Entschädigung bei einem Wolfsübergriff. Das reicht vielen aber nicht. Man muss halt die Wölfe, die übergriffig werden, irgendwann entnehmen. Und dann schauen, dass man Wölfe heranzieht, die nicht den großen Schaden betreiben. Doch der Wolf bleibt streng geschützt. Ein Abschuss ist nur nach sehr strengen Kriterien möglich. Etwa wenn ein Wolf wiederholt geschützte Nutztiere erbeutet oder sich Menschen gegenüber auffällig verhält. Der einzelne Wolf, der abgeschossen wird, wird kein Schaf mehr fressen. Das ist aber eine sehr, sehr kurzfristige Lösung und wird nicht dazu führen, dass eben der geeignete Lebensraum nicht wieder durch den nächsten Wolf durchstreift oder besetzt wird und es dann wieder zu Problemen kommt, wenn man nicht zusätzlich sich um den Herdenschutz Gedanken macht. Florian Gstatter war einer der ersten Schäfer im Landkreis Traunstein, die einen Herdenschutzzaun angeschafft haben. Voll gefördert vom Staat. Für mich ist das ohne den Zaun existenzgefährdend, muss man ganz klar sagen. Wir leben von unserer Mille und wir leben von unseren Schafen. Und wenn ich diese Einnahmen von heute auf morgen nicht mehr habe, dann ist Ende im Gelände. Knapp 1 Million Euro hat der Freistaat laut Landesamt für Umwelt im Jahr 2020 und 2021 für Herdenschutz in Oberbayern ausgegeben. Florian Gstatter hat einen Zaun bauen lassen, obwohl ihm die Behörden bestätigt haben, dass bei seiner steilen Weide ein Zaun nicht zumutbar wäre. Es gibt herausfordernde Gebiete und die sind auch schwierig zu zäunen. Die sind vielleicht auch tatsächlich gar nicht zu zäunen. Da muss man sich vielleicht auch über andere Methoden Gedanken machen. Aber die Mehrzahl der Weideflächen in Bayern, behaupte ich, ist gut zäunbar. In Bayern erbeutet der Wolf noch wenige Nutztiere, laut Landesamt für Umwelt 62 im vergangenen Monitoringjahr. In Niedersachsen waren es dagegen mehr als 1000. Dass kein Zaun 100% sicher sein kann, ist Florian Gstatter bewusst. Ob der Zaun jetzt geholfen hat, weil der da irgendwo im Wald drin war, kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, wir haben unsere Ruhe gehabt. Und seitdem der Zaun steht, kann er nachts wieder besser schlafen.